Auf der heutigen Baustelle benötigen wir zuerst einen Bohrer. Es ist das perfekte Werkzeug, um große Löcher in den Boden zu bohren. Beim Bohren wurde eine Menge Erde aus dem Boden geholt. Deshalb brauchen wir einen Radlader, der die Erde wegtransportiert. Die nächste Aufgabe wird ein Kran übernehmen, den wir erstmal zusammenbauen müssen. Tanken müssen wir den Kran auch, damit wir auf jeden Fall zur Baustelle kommen. Der Kran hebt jetzt 3 Betonringe in den Boden, um daraus eine Säule zu bauen. Man kann jetzt schon langsam sehen, dass es ein Brunnen wird, den wir bauen. Auf der Baustelle werden Baumaschinen schmutzig, deshalb müssen wir ab und an in die Waschanlage. Jetzt bauen wir einen Gabelstapler, um einfach ein paar Kleinteile zur Baustelle zu bringen. Mit diesen Kleinteilen werden die einzelnen Betonringe miteinander verbunden, damit sie dann die Säule ergeben. Hier bauen wir eine Rüttelplatte. Mal schauen, für was wir sie so gebrauchen. Ein Kipplaster bringt Steine, um sie zwischen die Säule und der Erde zu kippen. Die Rüttelplatte rüttelt dann alles fest. Das funktioniert dann in etwa so, als wenn man auf dem Spielplatz auf dem Sand herumspringt. Dieser wird dadurch sehr fest. Fast genauso funktioniert auch die Rüttelplatte. Für den Brunnen brauchen wir natürlich Wasser. Ein Tanklaster kann es zur Baustelle transportieren.
Zuerst wird das alte, stehende Wasser ausgepumpt. Dann wird Kies in den Brunnen gekippt, um als Filter zu funktionieren. Dadurch wird das Wasser, was aus dem Boden kommt, das Grundwasser sauber gehalten. Da alles im Boden vom Brunnen fertig gebaut ist, muss nur noch der Brunnen oberhalb der Erde fertig gebaut werden. Und dann ist alles fertig. Wir haben einen Brunnen gebaut. Auf einer weiteren Baustelle stehen erstmal Bäume im Weg. Diese müssen wir entwurzeln und wegtransportieren. Danach wühlt ein Radlader erstmal die Erde auf, damit wir darauf auch etwas bauen können. Da wir nun einen guten Bauplatz geschaffen haben, kann der Bagger kommen und ein Fundament ausgraben, da wir ein Gebäude bauen. Ein Kipplaster kann dann Sand in die Grube kippen, damit diese stabiler wird und nicht mehr zusammenbricht. Noch eine Schicht Kies obendrauf und dann ist alles fertig, um einen stabilen Keller zu bauen. Verschiedene Baumaschinen werden dafür etwas am Keller fertig bauen. Mal schauen, ob ihr wisst, welche Baumaschinen das alles sind. Ganz genau, das war ein Zementmischer. Thank you.
Diese beiden Baumaschinen kanntet ihr schon. Es waren Transporter. Richtig, das war eine Betonpumpe. Und nochmal zwei Transporter, die das Gerüst abbauen und den Bodenbelag für das Erdgeschoss liefern. Der Keller ist fertig, also kann der Kran die Wände für das Erdgeschoss aufbauen. Ein Transporter mit Lastenkran kann dann den ersten Stock aufbauen. Hier werden erste Sachen für die Inneneinrichtung geliefert. Natürlich darf das Dach und die Fassade nicht fehlen. Das wird jetzt nach und nach aufgebaut. Hier kommen Fenster, Türen und natürlich ein Krankenhausschild, denn wir haben ein Krankenhaus gebaut. Nun sind die Straßenbauer dran. Diese müssen vor dem Krankenhaus die Straße fertig bauen. Ein Asphaltierer legt dann die erste Bahn vom Asphalt. Das ist das Graue bei einer Straße. Und damit alles schön gerade ist, muss danach die Walze einmal drüber rollen. Die Bäume, die wir am Anfang entwurzelt haben, werden nun wieder in den Boden eingesetzt. Nun ist auch der Garten fertig. Das Krankenhaus ist nun einsatzbereit, um Menschen zu helfen. Sehen wir uns noch einmal zum Schluss
alle Fahrzeuge an, die wir gebraucht haben, das Krankenhaus zu bauen. Nachdem wir das Krankenhaus gebaut haben, bergen wir jetzt ein Schiffswrack aus dem Meer. Nachdem wir gerade das Schiffswrack geborgen haben, sind wir nun wieder an Land und bauen eine Eisenbahnstrecke mit einem Bahnhofsgebäude. Die Schritte sind recht ähnlich zu dem Brunnen und dem Krankenhaus. Mal schauen, ob ihr sie wiedererkennt.
Nicht auf. Fertig, der Zug ist einsatzbereit. Ich hoffe, ihr hattet Freude an den Baustellen heute und bis zum nächsten Video.